back from the dead. Willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video geht es um den Rocket Pass von Rocket League, der heute droppen wird, wenn ihr dieses Video seht. Und ein paar Wochen lang gehen wird. Ich werde euch genau zeigen, was in dem Rocket Pass drin sein wird, was in dem Premium Pass drin sein wird, den ihr euch kaufen könnt, wenn ihr das möchtet. Ich werde euch ein paar Spielszenen zeigen und vieles mehr. Also würde ich sagen, let's go. Also erst einmal, was ist überhaupt der Rocket Pass? Rocket Pass ist so etwas wie der Battle Pass in Fortnite. Ihr könnt Geld bezahlen, könnt dadurch Items freischalten, indem ihr einfach das Spiel spielt und Erfahrungspunkte sammelt. Ihr müsst aber kein Geld bezahlen, ihr könnt euch das ersparen und könnt einfach freie Items freischalten. Natürlich habt ihr dann einen Nachteil gegenüber den Leuten, die Geld bezahlen, denn die bekommen bessere bzw. auch mehr Items. Und ich zeige euch jetzt aber erstmal ganz genau, was für Items das sind und von wann bis wann das Ganze gehen wird. Also angefangen mit der Zeit, ihr seht, am 5. September fängt das Ganze an und geht bis zum 26. November. Rocket Pass 1 bedeutet wohl, es werden mehrere kommen. Sie werden das wahrscheinlich seasonmäßig machen, das neue kommen. Ob jetzt genau am 26. November die aktuelle Season endet, bin ich mir nicht sicher. Aber wir haben ja noch andere große Updates mit dem neuen Update kommen, wie zum Beispiel das Cross-Ranking-System, was kommen wird mit anderen Konsolen. Aber so habt ihr erstmal schon mal den ungefähren Zeitraum, in dem sich der erste Rocket Pass abspielen wird. So, hier jetzt nochmal die Übersicht, wie das Ganze funktionieren wird. Also, es ist ein neuer Weg zu spielen, sagt Psyonix. Ihr könnt Sachen upgraden bzw. Tiers upgraden, indem ihr Keys bezahlt dafür. Das heißt, ihr könnt Level kaufen sozusagen. Das Ganze wird für 10 Keys kaufbar sein. Das heißt, ihr bezahlt nicht wirklich echtes Geld, sondern könnt tatsächlich Ingame-Items verkaufen oder mit jemandem traden für Keys. Könnt diese Keys nutzen, um den Premium-Pass zu kaufen. Was bringt der Premium-Pass im Gegensatz zum Freien? Also der Freie, wie ihr unten sehen könnt in den blauen Kästchen, es gibt euch 29 Rewards einfach nur fürs Spielen. Das heißt, ihr sammelt XP durch das Spielen. Ihr habt das neue XP-Reward-System wahrscheinlich schon gesehen und das ermöglicht euch im Grunde genommen, diese 29 Items zu bekommen. Wenn ihr allerdings diese 10 Keys bezahlt, dann habt ihr den Premium Pass. Und mit diesem Premium Pass bekommt ihr bis zu 70 Rewards, neue Autos, Reifen, Goal Explosions, XP-Bonus, sogar Keys bekommt ihr zurück und noch vieles mehr. Bedeutet im Grunde genommen, ihr investiert 10 Keys, bekommt Keys zurück. Wie gesagt, das ganze System ist so ein bisschen abgeguckt von Epic, wie sie das machen bei Fortnite, was ich eine ganz gute Idee finde, mal eine Abwechslung zu finden zu den ganzen Kisten, die man immer hat, weil es ja auch ein bisschen langweilig geworden ist und viele Leute auch nicht unbedingt das Geld investieren wollten, um Kisten zu öffnen. So motiviert man Leute, vielleicht Langzeit Rocket League zu spielen, um somit XP zu sammeln. So, bevor ich jetzt auf die einzelnen Premium-Tiers komme, zeige ich euch hier nochmal ganz kurz eine Übersicht, die man auch auf der Seite von Rocket League finden kann. Ihr seht, freie Items sind ein paar Beispiele gegeben. Ihr seht zum Beispiel diese Melonenreifen, die man freischalten kann. Das sind so Dinge, die man halt durch den freien Pass bekommt. Unten seht ihr so ein paar Beispiele für den Pro-Pass. Und ihr seht schon, die sehen schon einiges besser aus. Aber kommen wir mal jetzt zu den Pro-Tiers bzw. zu den einzelnen Leveln, was man freischalten kann, wenn ihr tatsächlich bereit seid, 10 Keys zu zahlen. So, kommen wir zu dem ersten Tier und ihr seht schon, Tier 1 ist der Maverick. Ob ihr den direkt bekommt am Anfang, bin ich mir nicht sicher, oder ob das Ganze bei Level 0 sozusagen anfängt. Ich denke, es fängt bei Tier 1 an und bekommt den Maverick. Ihr seht die anderen Sachen, wie zum Beispiel Cloudburst, Zocker Nebula, Party XP finde ich ganz interessant. Das heißt, ihr gewährt euren Mitspielern 10% mehr Erfahrungsboost, was ziemlich cool ist, und Tier 5 mit Jolt Bangle 1. Der Maverick wird ein Wagen sein, was so ein großes Highlight werden wird im Premium Pass, denn dieser wird upzugraden sein. Das heißt, je weiter ihr kommt im Rocket Pass, desto besser wird dieser Wagen oder beziehungsweise ihr bekommt Upgrades dafür. So, kommen wir zu Tier 6 bis Tier 10. Und ihr seht schon, Laser Wave Nummer 1 bedeutet so viel, da wird es mehrere von geben, genau wie von den Troublemakern, die übelst nice aussehen, muss ich sagen. Richtig geile Reifen. Und dann haben wir bei Tier Nummer 8 Mage Glass Nummer 1. Das wird, glaube ich, eine Antenne sein, wenn mich das nicht ganz irrt. Und dann haben wir Dr. Trash für den Octane. Decals sind so lala, ihr wisst es selber. Und nochmal 5% XP Boost, aber diesmal für sich selbst. Kommen wir zu Tier 11 bis Tier 15. Und ihr seht schon, Supernova ist die erste Tor-Explosion, die man bekommen kann. Supernova 1, das heißt, die wird sich auch weiterentwickeln. Interessant bei Tier Nummer 12 ist, dass man einen Key zurückbekommt. Phoenix Wings bei Tier Nummer 13. Richtig nice, ihr seht schon, das ist ein Topper. Richtig Hammer. Und dann, ja, gibt es wieder für den Maverick ein Decal. Ihr wisst, Decals sind nicht ganz so gemacht, es sei denn, die sind animiert. Und dann Capacitor gibt es nochmal bei Tier Nummer 15. Auch wieder neue Reifen. Ihr seht, das wirkt so, als wenn eine Animation im Hintergrund zu sehen ist, also sozusagen in dem Reifen. Sind wir mal gespannt, wie das aussieht in-game. So, kommen wir nun zu Tier Nummer 16 bis Tier Nummer 20. Am Anfang gibt es Muscle Car, also ein Motorsound. Auch geil, weil Motorsounds sind relativ neu drin und ziemlich geil, vor allem wenn coole dabei sind. Bobcat für den Breakout, wieder ein Decal. Ihr seht, wie es aussieht diesmal. Naja, also wer im Breakout fährt,
der wird vielleicht glücklich werden. Dann haben wir den Crossbar Hero als Titel und das ist auch ziemlich neu. Ihr habt individuelle Titel, die ihr freischalten könnt in diesem Premium Pass. Richtig nice. Dann ihr seht, Cloudburst wiederholt sich, geht jetzt zu Stufe Nummer 2 über. Das ist ein Boost übrigens. Und dann haben wir als Banner Shark Attack, auch ziemlich geil, also so ein Surfboard, was angefressen worden ist von einem Hai. Ab Tier Nummer 21 geht es dann weiter mit einem Trail Laser Wave Nummer 2. Da entwickelt sich das Ganze dann ebenso wie die Troublemaker. Bei Tier Nummer 22, die Reifen entwickeln sich dann in die nächste Stufe. Ihr seht, das geht so ein bisschen weiter nach hinten, erinnert ein bisschen an die Infinium-Reifen. Tier Nummer 23 ist dann wieder 5% XP-Boost für sich selbst. Tier Nummer 24 gibt euch dann wieder einen Key zurück. Und Tier Nummer 25 entwickelt den Maverick zum Maverick G1. Ihr seht, der hat einen Spoiler jetzt hinten bekommen. Sehr, sehr geil, dieser Wagen übrigens. Bin mal gespannt, wie die Hitbox von ihm ist. Bei den nächsten Tiers, angefangen ab Tier 26, seht ihr Jolt Bengal Nummer 2. Das ist ein Topper oben drauf und der entwickelt sich hier weiter von Nummer 1 zu 2. Dann haben wir den nächsten Titel bei Tier Nummer 27 und zwar Salt Miner. Passt zu dem einen oder anderen. Ihr wisst, Rocket League kann schon sehr nervig sein und ein bisschen salty einwerden lassen. Tier Nummer 28 ist dann wieder ein Decal für den Dominus Templar. Naja, ihr kennt meine Meinung zu den ganzen Decals. Tier Nummer 29 entwickelt dann den Phoenix weiter, beziehungsweise die Wings des Phoenix, zu Stufe 2. Sieht viel geiler aus übrigens. Und Tier Nummer 30 bringt uns die Capacitor Nummer 2, die jetzt grün leuchten. So, ungefähr bei der Hälfte angekommen, angefangen mit Tier Nummer 31, sehen wir die Sushi-Rolle, die Sushi-Roll als Banner. Danach gibt es 5% XP-Bonus wieder. Dann gibt es einen Go-Kart-Sound. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das anhören wird. Ziemlich lustig. Und dann gibt es zum ersten Mal für den Maverick was, und zwar ein Decal, und zwar Galefire. Ich bin da sehr gespannt, wie das aussehen wird. Ihr seht schon, wie das hier ein bisschen aussehen wird, ob man das farblich anpassen kann und so. Sieht ziemlich cool aus. Und dann seht ihr das erste Universal Decal, und zwar Partly Cloudy. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das Ganze aussehen wird und ob man das auch farblich ein bisschen einstimmen kann und so. Sehr, sehr nice. So kommen wir zu den nächsten Tiers. Tier Nummer 36 bringt direkt mal einen Key, was immer gut zu sehen ist. Das Mage Glass wird auf Nummer 2 hochgepusht, also wie ihr seht, ist eine Antenne. Dann gibt es wieder 5% XP Boost, dann den neuen Titel, The Fabulous, richtig nice. Und Nummer 40 bringt euch Shark Tooth für den Jäger. Wer denn noch spielen sollte, bekommt hier nochmal ein freies Decal. Angefangen ab Tier Nummer 41 seht ihr die Troublemaker, gehen auf Stufe 3, sehen noch geil aus. Und ihr seht so, dieser Effekt geht so ein bisschen noch weiter nach hinten. Absolut nice. Tier Nummer 42 bringt euch Metallic Flake. Also erinnert so ein bisschen an diesen Pearl Matte Effekt, wenn ihr den noch kennt. Tier Nummer 43 bringt euch für den X-Level Dot Matrix. Ja, ist nicht so. Ich meine, ich mag die Dinger nicht. Die gibt es ja für viele Autos. Tier Nummer 44 bringt euch Supernova in Form Nummer 2. Also richtig geil, dass eine Goal Explosion sich auch weiterentwickeln kann. Und Tier Nummer 45 bringt euch satte 10.000 XP. So, bei Tier Nummer 46 seht ihr schon, es gibt was Neues für den Maverick, und zwar Jetstream, das ist ein Decal. Und dann gibt es Hoggy, das ist so ein Sandwich-Banner ab Nummer 47. Tier Nummer 48 bringt euch wieder einen Key, wie gesagt, immer gerne gewollt. Tier Nummer 49 bringt euch einen neuen Titel, und zwar den Trade Minister. Auch sehr, sehr geil für viele Leute, die gerne traden in Rocket League. Und Tier Nummer 50 bringt euch wieder 5% XP-Boost. So, in dem nächsten Tiers, angefangen mit Nummer 51, seht ihr Capacitor Nummer 3, also hat nochmal was Neues bekommen, neuen Effekt, ist jetzt rot. Ab 52 gibt es die Phoenix Wings in Stufe 3 und ihr seht schon, die haben jetzt so drei abgespaltene Flügel bekommen, sehr, sehr nice. Und dann gibt es bei Tier Nummer 53 einen neuen Banner, Trash It, auch nicht schlecht. Nummer 54 gibt wieder 10.000 XP, ziemlich cool. Und ja, bei dem letzten hier seht ihr, Laser Wave geht auf Stufe 3, das ist einer der Reifentrails. Kommen wir zu den nächsten. Tier Nummer 56 bringt euch wieder einen neuen Titel, und zwar The Calculator. Absolut nice für Leute, die natürlich Calculated Moves machen im Spiel. Und Tier Nummer 57 bringt euch Jolt Bengal in Stufe 3. Ihr seht, nochmal viel krasser diese Animationen, die dazugekommen sind. Ist auch so ein Topper, wie gesagt. Sehr, sehr nice sieht das Ganze aus. Highlight natürlich ist Tier Nummer 58 Troublemaker in Stufe 4. Und das erinnert jetzt noch mehr an die Infinium. Hat jetzt auch noch so eine Beleuchtung bekommen an dem Reifenprofil. Absolut nice. Bin ich gespannt, wie das Ingame aussieht, auch vor allem mit der Beleuchtung innen drin. Nummer 59 bringt euch dann wieder Mage Glass Stufe Nummer 3. Es entwickelt sich ein bisschen weiter, leuchtet ein bisschen mehr. Und Tier Nummer 60 bringt euch 5% Party XP Boost. So kommen wir zur vorletzten Tiergruppe, angefangen mit Nummer 61, Cloudburst Nummer 3. Ihr seht, wie das Ganze hinten aussieht. Das ist hinten der Boost, der rauskommt. Absolut nice. Bin ich gespannt, wie das aussieht Ingame. Ja, Nummer 62 bringt euch wieder einen Key. Ihr seht, schon wieder einen Key zurückbekommen von den 10, die ihr investieren müsst. Bei Nummer 63 gibt es einen neuen Titel, und zwar Captain Clutch, für die, die in letzter Sekunde nochmal ein Tor machen und das Spiel entscheiden. Tier Nummer 64 bringt euch einen neuen Motorsound und Tier Nummer 65 bringt euch 5% XP Boost.
So für alle, die es bis hierhin geschafft haben. Zugegebenermaßen ist ein sehr, sehr langes Infovideo. Ich hoffe, es ist sehr, sehr detailliert und kann euch ein bisschen zeigen, was alles drin ist. Ich möchte euch natürlich nichts auslassen. Deswegen geht das Video ein bisschen länger. Verzeiht mir das. Ich bin normalerweise nicht derjenige, der gerne so lange Videos streckt. Aber ihr seht, natürlich gibt es irgendwie immer was zu sagen. Und deswegen, ich versuche es so kurz wie möglich zu halten. Sorry nochmal dafür. Also, kommen wir zu dem letzten Tier. Tier Nummer 66 bringt euch Capacitor Nummer 4. Ihr seht, diesmal sind die so ein bisschen pink geworden. Tier Nummer 67 bringt euch schon wieder ein Key zurück. Tier Nummer 68 bringt euch Supernova in Stufe 3. Bin gespannt, wie das Ganze aussehen wird. 1, 2, 3 und ob man auch wählen kann oder ob man automatisch dann, sagen wir mal, die höchste Version bekommt. Ist sehr interessant zu sehen dann. Das ist nämlich auch noch nicht ganz klar. Übrigens bei allen Sachen auch, zum Beispiel bei den Reifen, wenn man upgradet, ob man dann auch noch die anderen Versionen nehmen kann. Bin ich mal gespannt. Wenn ihr das wissen solltet, schreibt mal bitte unten in die Kommentare. Auch interessante Info für alle anderen Leute. Kommen wir zu dem vorletzten Tier. Tier Nummer 69 bringt euch Rocket Labs. Das ist ein neuer Banner. Ihr seht schon, sehr, sehr geil mit dem Hintergrund, auch mit diesen Kästchen und so weiter. Absolut nice. Und bei Tier Nummer 70 bekommt ihr dann den Maverick GXT. Die komplette Form sozusagen des Maverick. Ihr seht, die Motorhaube ist ein bisschen verändert. Der Spoiler hinten ist noch dran geblieben von der vorherigen Version. Leuchtstreifen an den Seiten. Ob man das farblich verändern kann, bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich denke schon. Absolut cooler Wagen, zumindest vom Aussehen her. Wie gesagt, Hitbox muss man mal sehen, wie das Ganze werden wird. Falls da auch jemand Infos hat, bitte unten in die Kommentare rein. Klärt die Leute auf, wäre ich sehr, sehr verbunden. Und ich würde sagen, wir sind zum Ende meines Videos gekommen. Zugegebenermaßen, wir sind bei über 10 Minuten. Danke fürs Zuschauen. War ein sehr langes Video. Wie gesagt, nicht meine Absicht. Ich habe versucht, alles zu erklären. Ich hoffe, das war sehr hilfreich für euch, weil heute ja auch der Starttermin ist für den Premium Rocket Pass und das ein Highlight sozusagen ist für alle Rocket League-Spieler. Und so habt ihr detailliert nochmal alle Tiers gesehen, die ihr euch kauft. Ob ihr euch nun drauf einlasst oder nicht, abschließend dazu natürlich meine Frage. Kauft ihr euch den Premium Pass? Oder seid ihr mit dem freien Rocket Pass zufrieden? Das ist meine Frage sozusagen am Ende. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Sub da, würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns zum nächsten Video. Also, bis dahin. Ciao, ciao.